So, ich bräuchte aber, glaube ich, mal noch ein paar schiefen Tiefenschiefer-Dinger. Noch ein paar von diesen Tiefenschiefer-Fliesenblöcken. So, aber ich kann noch mal gucken, wie es hier aussieht von der Seite mit dem Dach. So, lass mal gucken. Ja, ich glaube, das kann man schon so machen. Genau, da kann ich jetzt aktuell keinen Fehler entdecken. Ich glaube, das geht schon, wenn man das so macht. So, dann erstmal hier schön rein und dann erstmal hier so ein paar tiefen Schieferfliesenblöcke gemacht, genau. Da muss ich immer nachdenken bei diesem Wort. Da muss ich immer nachdenken, okay, wie hat man das nochmal ausgesprochen? Was war es nochmal? Genau, aber dann fällt mir ein, dass einfach tiefen Schieferfliesen waren. Genau, und das dauert auch immer so ein bisschen hier. Nachdenken dauert ja auch immer. Da vergeht immer so ein bisschen Zeit, bis ich dann auch mal nachgedacht habe. Genau, hier würde ich auch mal hier den ganzen Schrott rausreißen. So, und hier geht es dann nach oben mit den Stämmen, genau. Und dann geht es ja einfach hoch mit den Holzbrettern. So, das war dann so hier und so, genau, dann kann ich eben nochmal hier so ein bisschen was wegreißen. Okay, genau, den wollte ich ja wegreißen, wusste ich gerade nicht. Genau, aber dann würde ich auch hier mal das Dach anbringen. Das dauert jetzt auch hoffentlich nicht allzu lange. Denn gleich ist schon wieder eine Stunde rum und wir haben hier nur an diesem Dach dran gearbeitet. Ist dann ja auch ein bisschen blöd. So, weil ich bin ja immer so perfektionistisch, da muss ich natürlich auch immer alles ganz schön machen hier. Das muss natürlich auch bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sein. Und da muss man sich auch immer so ein bisschen Zeit für nehmen. Weil gut, der Ding will ja auch Weile haben, das sind immer diese Sprichwörter. Also manche Leute argumentieren ja auch mal mit Sprichwörtern. Ne, zum Beispiel wie, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist immer so ein bisschen nervig. Man möchte hier eine ordentliche Diskussion mit seinem Gegenüber führen und dann kommt der mir mit so Sprichwörtern an. Denn damit argumentiert man gar nichts, das sind einfach nur Sprichwörter. Und muss ja nichts heißen, nur weil es ein Sprichwort ist. So wäre dann, glaube ich, auch so ein Strohmann-Argument. Also so ein Argument, was keins ist, das nennt man ja auch Strohmann-Argument. So, und hier kommen noch ein paar Glasscheiben rein. Dann bin ich damit fertig. Ich schaue nochmal eben. Genau, müsste eigentlich soweit fertig sein. So, ein paar Blöcke haben wir ja noch. Dann würde ich mal das letzte Stückchen bauen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar von diesen Holzbrettern dafür. So, dann mache ich auch mal die Seite hier. So, und hier natürlich schön abgebaut wieder mal. So, und das kennen wir ja alles schon mal. So, ist ja eigentlich doch schon mal so ein bisschen repetitiv hier der Dachbau, kann man schon mal sagen. Also so repetitive Aufgaben, so mega repetitive Sachen sind ja auch mal nervig. Also wenn man irgendwo Praktikum macht, da kann man sich auch auf die repetitivsten Aufgaben gefasst machen, die es gibt. Ne, also wenn irgendeine Aufgabe repetitiv ist, dann sagen die dich, ach, das lassen wir dann einfach mal dem Praktikanten machen. Der macht das schon. Also Praktika werden ja auch in einigen Hochschulen oder so vorausgesetzt. Also wenn man da sein Studium macht, da muss man da auch ein Praktikum machen irgendwo in dem Betrieb. Oder in der Schule werden die ja auch vorausgesetzt, diese Praktika. Ja, aber ich persönlich finde das jetzt nicht so schön, dass das hier verpflichtend ist an einigen Institutionen. Weil ich finde, das Einzige, was man damit macht, man versorgt eigentlich die Wirtschaft dann mit billigen Arbeitskräften, weil für Praktikanten gilt ja auch der Mindestlohn nicht. Jedenfalls dann, wenn das Praktikum dann kürzer als 3 Monate ist. Ach, und für Pflichtpraktika, die man machen muss, gilt der Mindestlohn auch nicht. Das heißt, wenn man ein Pflichtpraktikum machen muss, 6 Monate,
dann ist man da auch nicht verpflichtet, ist der Arbeitgeber da auch nicht verpflichtet, einen Mindestlohn zu zahlen. Der muss einem eigentlich theoretisch gar nicht zahlen. Und da steckt man natürlich schon ein bisschen in der Klemme, weil was ist, wenn man dann dieses Praktikum machen muss und man bekommt eine Zusage, aber nur eine einzige und die zahlen einem nichts. Und dann ist man gezwungen, das zu machen, weil wenn man das nicht macht, dann hat das dann Konsequenzen und das ist dann schon so ein bisschen blöd. Ja, also ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Praktika. Also ich habe schon so ein paar Praktika in meinem Leben gemacht. Das sind schon so ein paar, die ich da gemacht habe. Aber ich finde, größtenteils hat es sich dann doch nicht gelohnt. Also vielleicht mal so ein 2 Wochen Praktikum ist vielleicht mal gut, wo man mal so reinschnuppert in einen Beruf. Das geht dann ja schon so noch, aber so Praktika, die mehrere Monate gehen, ja, da sehe ich jetzt den Sinn nicht hinter. Weil im Grunde genommen macht man da eigentlich nur die langweiligsten, repetitivsten Aufgaben und man lernt gar nicht, wie das jetzt im Betrieb funktioniert. Da haben die auch, glaube ich, kein Interesse daran, dass man das lernt. Man bekommt einfach nur langweilige Aufgaben, man wird einfach nur mit Aufgaben durchgefüttert. 8 Stunden am Tag lang. So, und hier noch ein bisschen das eben mal ersetzt. Wird auch mal eben gemacht, dann lass mal eben gucken. Ja, das sollte eigentlich dann so passen. Müsste dann auch seine Richtigkeit haben. Dann kann ich ja mal das Ganze wieder abbauen. Ich schaue nochmal, ist das hier richtig? Ach, ich habe ja noch eine Sache vergessen, genau. Denn die Glasscheiben haben wir vergessen. Ja, die würden hier auch mal eben reinkommen. Dann sind wir auch mal nach Ewigkeiten damit fertig hier. Genau, also von außen würde ich sagen, das Gebäude ist fertiggestellt. Aber was ich nochmal machen würde, ich würde hier nochmal so ein paar Druckplatten reinmachen. So, dann erstmal wieder schön schlafen gehen ins kuschelige Bett. Da kann man ja auch gerne eben mal schön durchschlafen. Dann würde ich mal hier die Druckplatten mir anfertigen. Dann brauchen wir ja 2 Stück. Jetzt haben wir auch 2 Druckplatten am Start. Und die würde ich dann mal hier direkt beim Eingang platzieren. Dann gehe ich mal nach oben und dann schauen wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen an, wie es aussieht hier. Also was ich nochmal machen kann, ich könnte theoretisch mal in die Lücken noch ein bisschen Holz reinballern. Damit es dann auch hier abgeschlossen ist. Genau, und hier fehlen ja auch noch die Stämme. Geht natürlich auch gar nicht. Das muss natürlich auch hier schön gemacht werden alles. Auch von der Inneneinrichtung und so. So, und von unten muss ich dann auch noch später die ganze Erde wegreißen. Genau, und jetzt Los Fakelos eben mal in Fakelos Sanctus, dann wird das hier eben mal schön platziert. Genau, und dann kann ich die Fackeln vom Boden hier auch mal eben aufsammeln. So haben wir es auch mal eben gemacht. Genau, und jetzt hat man hier einen schönen Dachboden, wo man dann herumlaufen kann und ganz tolle Sachen machen kann, zum Beispiel Yoga oder was weiß ich. Weiß ja nicht, was ihr so auf eurem Dachboden macht. Also ich habe gar keinen Dachboden, deshalb weiß ich auch gar nicht, was ich auf dem Dachboden machen würde. Wahrscheinlich würde ich ja einfach nur meinen Krams abstellen, den ich nicht in der Wohnung haben will. So, dann sind wir auch mal eben damit durch. Dann schaue ich mir nochmal das Dach an. Natürlich auch sehr kritisch begutaugen mal wieder hier der Architekturkritiker wieder mal. Ja, hier die Säule aus Erde, die muss auch mal eben weichen. Das geht ja auch nicht. Und hier, das muss auch alles hier raus. So, dann kann ich das auch mal eben entfernen, alles. So, an den Seiten wird das natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich hier ins Gehege reingeraten. Das wollte ich natürlich nicht. Und die Fackel, die würde ich auch mal eben mitnehmen. So, ich würde mal hier zur Seite gehen. Kann ich das hier auch gefahrenlos wegreißen? Da hinten käme ich dann natürlich nicht mehr ran. Ich brauche mal wieder ein bisschen Erde. Genau, haben wir das eben mal gemacht. So, und hier noch ein bisschen und hier auch noch ein bisschen und hier auch noch ein bisschen. Genau, das sehe dann so aus. Dann baue ich mich erstmal wieder nach oben. Dann würde ich auch mal den ganzen Rest hier wegräumen.
Genau, und danach ist ja auch eine Stunde vorüber. Das heißt, dann würde ich auch mal hier zum Ende der Aufnahme kommen. Da komme ich natürlich auch nicht heran, was jetzt auch nicht so cool ist. Aber jetzt komme ich da hoffentlich mal ran. Ja gut, jetzt komme ich da auch nicht ran. Die Reichweite ist hier doch sehr beschränkt. So, aber hier baue ich mich immer noch oben. Ja, es war jetzt ein bisschen langweilig, hier, dass wir es nochmal wegreißen müssen. Aber es muss ja auch mal sein, damit es halt schön aussieht. Also ich könnte es auch drin lassen, wenn ich faul wäre, aber heute bin ich mal nicht faul. Und deshalb reiße ich das einfach mal weg hier. So, und hier geht es auch mal nach oben. So, und hier baue ich mich eben mal drüber. Denn dann kann ich das hier nochmal eben abbauen. Okay, dann sind wir auch fertig damit. So, endlich mal abgeschlossen. Hier nach Ewigkeiten, nach gefühlt Ewigkeiten. Ja, da würde ich erstmal schauen, wie sieht es denn jetzt in seiner Vollendung aus. Ja, ich glaube, das kann man schon machen. Also ist jetzt so ein guter Kontrast hier zu dem Gebäude. Da haben wir noch das Gebäude hier. Und ich glaube, was ich als nächstes machen würde, ich würde hier noch so einen Anbau machen. Ich kann das ja mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorskizzieren. Habe ich Steinziegel, dann würde ich das mal eben probieren. Wo sind denn los Steinziegel los? Gut, hier hätten wir ein bisschen Stein. Aus denen könnte ich mir so ein paar Steinziegel machen. So haben wir 16 Steinziegel, was aber auch nicht so viele sind. Haben wir jetzt hier nicht mehr Stein? Okay, Tatsache, wir haben keinen Stein. Da müsste ich mit meiner Silk-Touch-Spitzhacke wieder mal ein bisschen was abbauen bei Zeiten. Genau, aber ich hätte mir halt so gedacht, dass man das Haus dann vielleicht so in diese Richtung so ein bisschen fortführt. Vielleicht so ein Lagerhaus könnte man hier hin machen. Ich kann mal schauen, wie sieht das denn jetzt aus? Erstmal so ein paar Holzklötze, Kredenz, so Holzklötze haben wir jetzt auch. Und das könnte man dann rein theoretisch dann noch in diese Richtung so ein bisschen fortführen. So, ich gehe mal ein bisschen zurück, weil dann kann ich mir das gleich ein bisschen besser vorstellen, wie das jetzt aussehen würde. Ja, könnte man dann rein theoretisch so machen. Vielleicht macht man dann auch einfach hier so einen Stamm rein. Wäre auch eine Möglichkeit. So, da muss das natürlich wieder wegkommen. Ja, sehe das nach was aus. Okay, ich glaube mit dem Stamm, das finde ich jetzt doch nicht so schön. Würde ich mal wieder wegreißen. So, also ich brauche noch mehr Stein ganz dringend. Dann nehme ich mal eben hier die Behutsamkeitshacke in die Hand und dann bauen wir jetzt mal so ein bisschen eine Cleanstone ab hier. Einfach da in der Höhle beim Portal. Kann ja nicht schaden. So, erstmal wieder hier schön runter und dann erstmal wieder so ein bisschen Steine gekloppt. So, hier kann ich einfach mal so ein bisschen weitermachen. Dann reißen wir das hier mal alles raus. So, Kupfer kann ich später abbauen, aber nicht jetzt. Den lasse ich dann erstmal liegen. So, und da sollten wir auch 0,nix ein paar neue Steinziegel haben. So, Holz haben wir ja hoffentlich auch noch ein bisschen. Müsste ich mal gucken. Ja, ein bisschen Holz haben wir, aber allzu viel ist das jetzt auch nicht. Also, da müsste ich wohl in der nächsten Aufnahme noch ein bisschen Holz einsammeln. So, aber erstmal wieder zurück zur Baustelle, damit ich das mal hier besser visualisieren kann. So, dann brauche ich ja nochmal hier ein paar Steinziegel. Dann haben wir auch gleich 64, das ist ja auch mal ganz schön. So, haben wir jetzt die Steinziegel am Start. Ja, ist natürlich auch die Frage, wie breit machen wir es dann? Ja, dann könnte man hier vielleicht noch so ein paar Fenster reinballern. Zum Beispiel so auf die Art könnte man das theoretisch machen. Vielleicht mache ich das sogar so, dass es mit den Fenstern hier übereinstimmt. Genau, und das stimmt es ja auch hier. Ja, könnte man das halt probieren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das schlussendlich so belassen werde. Weil vielleicht sollte man jetzt nicht alles gleich machen. Vielleicht ist es noch ein bisschen schöner, wenn man hier so ein bisschen Varianz drin hat. Ja, ich glaube, Fenster würde ich ein bisschen anders machen. Vielleicht macht man dann sogar hier einen Eingang rein. Würde natürlich auch gehen.
So, ich probiere einfach mal so ein bisschen. Vielleicht kann man das ja auch zumachen und dann macht man es einfach so hier. Da macht man einfach nur, ja, alle 4 Blöcke so einen Eingang rein. Würde ja auch gehen. Soll hier auch so ein bisschen lagerhausmäßig sein. Das passt dann vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, halt so ein bisschen Lagerhaus-Stil hätte ich mir gedacht. Dann könnte man es so machen. Ich schau mal, hier sind 1, 2, 3. Oh, gut, dann vielleicht noch einen 4. Und dann könnte man dann hier einfach so einen Stamm hinmachen. So, ich gehe mal zurück, dann schaue ich mal, wie das so als Anbau aussehen würde. Ja, sieht hier halt so aus. Also reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, aber können wir ja in der nächsten Aufnahme gucken, was wir dann noch daraus machen. Auf jeden Fall, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao und tschüss.